Das könnte tatsächlich unangenehm werden, weil meine Armee nämlich, weil wir halt uns Geld fehlt. Das könnte tatsächlich unangenehm werden. Die sind verlobt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Kein Plan. Wird schon passen. Ach, da habe ich irgendein Bündnis mit irgendeinem Scheich. Ups. Keine Ahnung, wie das entstanden ist. Aber den rufen bringt mir halt relativ wenig, tatsächlich. Aber sie rufen bringt mir tatsächlich was. Weil sie könnte ich jetzt tatsächlich rufen. Und sie hat ein bisschen mehr Armee. Schaffe ich die? Ja, wir werden es probieren. Wenn die halt jetzt auf mich draufgehen alle, habe ich potenziell ein Problem. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen, ob ich eins habe. Wir werden es rausfinden. Ich habe eine super krasse Kriegerkönigin. Es könnte sein, dass ich jetzt die ganze Armee von ihnen zerschlage. Es könnte sein, dass ich auf die Fresse bekomme. Ich rasiere sie alle. Oh mein Gott. Warum habe ich Bündnisse? Wofür habe ich Bündnisse geschlossen? Ich rasiere sie alle. Sie sind dead. Ich habe aber die ganze Armee von denen geschlagen. Alle. Lol. Tschö. You gone. Jut. Und da haben wir das erste Kind. Und das ist eine Tochter. Okay, ich bin glücklich. Holy shit. Ja, ist buckelig, ja, aber das ist völlig egal. Weil wir haben den Reinblütigkeitsperk drinnen. Wir haben den Reinblütigkeitsperk. Das ist so gut, dass wir den drin haben. Heilige Scheiße. Das ist so gut, dass wir den drin haben. Geil. Geil, geil, geil. Hallo King Hugin. Geil. Das Reinblütigkeitsding ist drin. Das ist Weltklasse. Das ist absolut Weltklasse. Ach, das ist schon wieder... Nee, das passt. Awesome. Das ist absolut awesome. Nee, sie kann nicht inzüchtig werden. Das ist das Schöne an dem Reinblütigkeitsperk. Reinblütigkeit ist vererbt. Iliana stammt einer reinen Blutlinie. Das ist vererbbar. Und das ist der konträre. Also du kannst entweder inzestiös bekommen oder reinblütig. Und reinblütig verhindert inzestiös. Und deswegen ist der so wertvoll. Aber es ist so schwer, den zu bekommen. Und jetzt habe ich in meiner direkten Erbschaftslinie habe ich reinblütig drinnen, weswegen ich meinen ganzen Inzestspaß jetzt einfach forcieren kann, weil das Reinblütige das Inzestiöse verhindert. Ich bin feudal mittlerweile. Aber die ist in einem Misthaus. Hä? Nee. Ach, die ist trotzdem noch in das andere Haus reingeboren worden. Dann müssen wir die enterben. Dann müssen wir die enterben. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich muss ein Kind enterben. Ich habe so viel Bekanntheitsding. Dann ist das das erste Kind, das ich enterben werde. Like, es ist ja sowas von entspannt. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, es ist überhaupt kein Problem. Motte in Östhammer gebaut. Wo ist Östhammer? Ah, ich habe ein eigenes Ding da gebaut. Geil. Östhammer. Das ist schön. Wir nennen es um in... Östhammer ist eigentlich süß. Östhammer ist eigentlich sehr, sehr süß. Da können wir dann noch mehr Geld... Oh, ich bin so krass verschuldet. Junge. Ich bin so krass verschuldet. Das wird das potenziell größte Problem sein, das ich habe, dass ich meine Armee nicht halten kann. Aber wir haben die Enkelin von dem Dude geholt, was mich sehr glücklich macht. Und jetzt zerschlagen wir die Armeen einfach weiter. Also es ist nicht optimal gelaufen, dass das jetzt auch in der anderen Dynastie drin ist. Das ist ein bisschen scheiße.
Ich glaube, ich würde die einfach jetzt enterben. Weil jetzt ist es noch günstig. Jetzt ist es noch günstig und damit ist die Erbschaftsfolge kein Problem. Und damit ist alles entspannt. Ich meine, es gehört zu meiner Dynastie, aber es ist ein Subding und das werden wir verhindern. Ach, da ist ein anderer Dude als erstes reingelaufen. So, damit ist das fast fertig. So, wo haben wir denn noch die großen Hauptstädte? Da oben ist quasi noch eine große Hauptstadt, die sich aufgelehnt hat. Ich glaube, ist das nicht auch eine große Hauptstadt, die sich aufgelehnt hat? Nee, die ist da drüben. Gut, dann gehen wir damit jetzt noch die Hauptstadt hier belagern und töten alles auf dem Weg, was sich uns in den Weg stellt. Und dann sollte das auch so gut wie gone sein. So. Jetzt sind wir auch noch Galan. Da machen wir noch Schwerpunkt auf Autorität. Wir pushen das jetzt einfach des Todes. Wir pushen das jetzt einfach des Todes. Dankeschön, Hammerwirkung, für die 7 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Und hallo, Wupperpirat. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin Urgroßmutter, ist mir gerade aufgefallen, ne? Das ist meine Urenkelin. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich bin ja Urgroßmutter mittlerweile. Hallo, Pavel. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Aber verschuldet des Todes. Die ist immer noch im Krieg. Hochkönigin Uroma. Hey, das klingt nicht so krass. Das klingt gar nicht krass. Also bitte, bitte nehmen Sie das da oben ein. Und kriegen Sie potenziell bitte noch irgendeine gute Geisel daraus. Das wäre noch super, damit dieser Krieg vorbei ist. Hat verschuldet. Ich hätte gerne eine Fähigkeit, mit der ich einfach die Kriegsschulden abwetzen kann auf die Personen, die für den Krieg verantwortlich waren. Wo ich dann einfach sagen kann, okay, 600 Gold habe ich verloren. Der mir den Krieg erklärt hat, hat 600 Gold Schulden bei mir. Das hätte ich gern. Hallo Pika. Los, fang den noch. So, der ist erwachsen. Ich weiß gar nicht, mit wem ist der verlobt. Wird schon passen. Wir werden alle irgendwohin weiter verlobt, das wird schon passen. wird schon stimmen, so wie es ist. Und da werden wir gleich ein paar Leute hinrichten, habe ich gehört. So wie das hier gelaufen ist. Da werden wir gleich noch ein paar Leute hinrichten. Alter, ich bin so krass verschuldet wegen denen, ne? Das ist insane.
Das regt mich richtig auf. So. Sprunghaft, zufrieden, treuherzig. Machen wir nicht mal treuherzig. Bitte sag, dass der Krieg jetzt vorbei ist damit. Ich habe kein Geld mehr für die Scheiße. Es reicht immer noch nicht. Dann fangen wir an, hier weiter Sachen einzunehmen. Und jetzt nimmt der mir da unten wieder irgendwas ein. Ich meine, in meiner Hauptstadt trauen sie sich eh nicht ran. Gott sei Dank. Aber ich habe halt schon so viele Geisel. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Die kann ich nicht rufen. Die kämpft bereits in diesem Krieg. Aber den können wir auch noch zu einem Schildburschen machen. Dann wird er auch noch ein bisschen mächtiger und kämpft für mich. Das gefällt mir auch. Ich könnte mir eine neue Konkubine nehmen. Mein Sohn. Here we go again. Wenn wir das wollen. Aber wir wollen das auf jeden Fall nicht. Das geht seit 3 Jahren. Und das Problem ist, dass da so viele unterschiedliche Armeen sind, dass die mir so viele unterschiedliche Ecken einnehmen, die einfach nur nervig sind, die aber nicht aussagekräftig eigentlich sind. Aber ich krieg's halt, es tickt eh langsam hoch, aber es tickt halt gegen mich. Also es tickt für mich, aber es braucht zu lange zum Ticken. Das ist das Problem. Es braucht viel zu lange, weil ich einfach, mir geht das Geld aus sozusagen. Und weil mir das Geld ausgeht, erholt sich meine Armee nicht mehr. Ich habe eigentlich 10.000 Mann und ich habe keine 10.000 Mann mehr, weil ich kein Geld habe, um sie zu erhalten. Das ist so ein bisschen der Struggle gerade. Deswegen muss ich hoffen, dass ich noch einen der Kriegsführer gefangen nehme oder so. Und dass dann und das damit dann forcieren kann, dass es vorbei ist. Dankeschön, Wolf im Blut. Vielen lieben Dank auch an dich für den Sub. Dankeschön, Dankeschön. Ja, genau das. Genau das. Das war quasi die Hoffnung, die ich hatte. So. Wen haben wir jetzt im Gefängnis? Einiges. Da haben wir jetzt einiges im Gefängnis. Das ist albern, ne? Ich kann dir halt leider nicht beides aberkennen. Das ist so ein bisschen schade an der Stelle. Ich würde denen halt gerne alles aberkennen. Aber ich kann denen halt... Das Herzogtum von Finnland kann ich ja aberkennen. Bei der hat's geklappt. Für das hat's gereicht. Finnland ist jetzt wieder in meiner Regentschaft. Dem kann ich das aberkennen. Okay, das funktioniert alles doch ein bisschen besser, als ich dachte. Der kann ich leider nicht alles aberkennen. Na, wobei... Das ist jetzt Tyrannei, wenn ich hier noch eins abnehme. Aber eins ist ja eigentlich schon mal nicht so schlecht. So, der können wir auch Titel aberkennen. Wir schwächen die jetzt alle mal massiv und nehmen ihnen ihre ganzen Dinger weg. So, ich habe jetzt viel zu viele Domänen, aber das ist schön. Tatsächlich. Die andere Frage, die sich mir halt ein bisschen stellt, ist, wie sieht's denn jetzt mit meiner Tochter aus? Willst du immer... Minus eins. Minus eins.
Ich bin nicht rechtmäßiger Lehnsherr. Are you kidding me? Den kriege ich da auch nicht rein. Der ist im Krieg, ne? Gerade. Vielleicht, wenn wir den Krieg beenden für den. Vielleicht dann. Aber wir sollten uns jetzt erstmal überlegen, welche Königstitel ich behalten möchte. Weil ich will auf jeden Fall nicht alle haben. Ich habe ja jetzt ganz Finnland. Das heißt, da ist jetzt auch der Titel zerstört. Ich habe auch nicht das Geld, den neu zu schaffen. Aber theoretisch gesehen, was habe ich denn jetzt direkt bei mir in meiner Hand? Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen? Was ich jetzt direkt bei mir habe? Nee, das sagt einfach nur, ob es feudal ist oder nicht. Na, zeigen wir uns mal einfach die Grafschaften an, dann sehe ich, wo meine Sachen sind. Östhammer behalten wir auf jeden Fall selber. Mehr Kreise. Grafschaft von Dorpat. Wo ist das denn? Das ist, ich habe hier die ganzen Sachen auch, ne? Ja, die will ich auf gar keinen Fall selber haben. Habe ich hier nicht Könige Estland? Habe ich keinen König von Estland? Ich habe keinen König von Estland. Litauen gehört nicht mir, oder? Nee, Litauen gehört nicht mir. Das heißt, wir haben hier so einen nervigen Zipfel. Aquitanien will ich eigentlich auch nicht haben. Warum zum Fick habe ich Aquitanien? Also selber in der Hand. Ich habe das wahrscheinlich irgendwo geerbt und jetzt ist es halt irgendwie bei mir. Gratulation, du kriegst jetzt Aquitanien. Ach, ich hab das gar nicht. Hä? Ich dachte, ich hab das selber. Ach, das ist in Dänemark mit eingegliedert. Dann ist das eh schon bei ihm. Okay, aber warum trage ich dann... Was trage ich dann für einen Titel da? Habe ich mich verguckt? Bin ich komplett lost? Dankeschön, Daxos, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ach, guck mal, hier kann ich aber auch automatisch übertragen. Das macht es auch ein bisschen leichter. Dann muss ich da nicht mitdenken. Wenn ich das einfach direkt vergeben kann, dann muss ich mir da nicht so Sorgen machen, was das angeht. Das ist dann recht entspannt. Ich könnte ihr einfach Titel geben, also meiner Enkelin. Dann wäre ich mir halt sicher, dass die schön hier bei mir ist und sich nirgendwo anders hin verpisst. So, dann ist die nämlich jetzt schön bei mir hier drin. Das finde ich ganz gut. Dann habe ich die bei mir in meinen Fittichen. Und dann verschwindet die nicht irgendwo zu ihrer Mutter sonst wohin. Was weiß ich, was die da draußen macht, die Mutter. Und das ist die zweite Tochter, ne? Ja, die ist noch nicht alt genug für Gebiete. Ich möchte diese Tochter unbedingt haben, aber die will nicht. Und ich kann ihr auch keine Titel schenken, solange sie nicht bei mir ist. Was voll schade ist, weil... Was du für weirde Konkubinatoren hast, ey. Was du für weirde Dudes hast, einfach. Die will auch einfach -1. Das ist halt... Das ist einfach lächerlich. Also das ist einfach lächerlich. Okay, was haben wir noch für Gebiete, die ich jetzt selber habe, die ich gar nicht haben möchte? Immer noch, ich habe 16 Gebiete, ey.
ich habe keinen Überblick mehr über gar nichts. Nimmt er das an? Nimmt er das an? Gut, das tut mir sehr leid für dich. Wenn du das angenommen hättest, dann wärst du jetzt der mächtigste Dude in England geworden. Aber du hast es nicht angenommen. Und deswegen bist du nicht der mächtigste Dude in England geworden. Das wäre deine Chance gewesen, aber du wolltest es nicht. Das tut mir unfassbar leid für dich. Wir probieren es hier nochmal. Ah, der hat 2% Chance, das ist noch geringer. Die sind alle alt, Asatru, diese alten Säcke. Diese ganzen alten Säcke sind alle altasatruisch. Dass die das auch einfach nicht annehmen. Probieren wir es mal hier. Der Dude, der das als erstes annimmt, kriegt meine ganzen Titel, die ich loswerden möchte aus England. Aber halt nur, wenn sie es annehmen. Nice. Geil. Und damit hast du dir gerade Titel freigespielt. Viel Spaß. So einfach kann es gehen. Man muss nur annehmen. Man muss halt auch wollen. Ne? Man muss Titel auch immer wollen. Das ist so ein bisschen die Geschichte dabei. Wenn man die Titel nicht will, dann kriegt man die Titel auch nicht. So, diese Titel möchte ich auch eigentlich alle abgeben. Ich habe hier Kervolla und Dingsbumster und Bumsdingster und das ist alles Ushushuf. Ich würde gern von dem eine Bekehrung haben. Ja, ich musste ultra viel Krieg führen. Das war actually ätzend. Kann ich dem nicht einfach... Ich kann ihm die Titel nicht abnehmen. Aber er ist mein Zwangsvasall jetzt, ne? Krieg ich den ermordet? Das kriegen wir schon hin. Den kriegen wir schon weg, auf jeden Fall. So. Den kriegen wir schon weg. Und das ist wichtig, dass wir uns mit denen anfreunden. Aber den hier kriege ich nicht. Ich würde die Titel halt super gerne einfach meiner... Ich würde die Titel halt super gerne einfach meiner Dings geben. Meiner Tochter geben. Also wirklich gerne. Aber sie will nicht. Sie will einfach nicht. Meine Tochter will sie einfach nicht. So. Was ist da schon wieder für eine Fraktion? Bruder, ich bin halt literally noch nicht mal fertig mit dem letzten Krieg, den wir hatten. Und jetzt fängst du mir an, deine eigene Fraktion wieder zu starten. Ich habe gerade Leute getötet. In einem Ausmaß, in dem du es wahrscheinlich schon wieder vergessen hast. Das ist nicht so klug gewesen. Oder nicht so klug von dir vielmehr, dass du mir da jetzt auf die Nerven gehst. Wirklich nicht. So, habe ich nicht noch eine zweite Tochter? Ne, ich habe nur eine Tochter bekommen. Gut, dann arrangieren wir jetzt hier eine Heirat. Mit einem meiner Enkel, um sicherzugehen, dass wir hier keinen Blödsinn bauen. Matrilinear. Geil. Und dann, meine Liebe, ach, ich kann dir keine Titel geben.
Oder? Oder ist das gerade nur, weil du schon was anderes bedenkst? Ich kann ihr keine Titel geben. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Aber dem kann ich Titel geben. Nee, dem kann ich auch keine Titel geben. Ach, der ist aber woanders. Aber die ist bei mir. Der müsste ich eigentlich Titel geben können. Oder einfach nur, weil sie zu meiner Tochter gehört und meine Tochter immer nicht meine Vasallin werden möchte. Ach, diese blöde Kuh, die mich hier immer noch nicht will. Dass der auch einfach sich weigert. Dass der auch einfach sich weigert, Mann. Ja, ist unglaublich. Ah, ist nur Besucher an meinem Hof. Aber doch, ich müsste die eigentlich. Ich bild die aus. Also ja, gut, Vormund reicht wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Schauen wir mal einfach, ob wir den dazu bringen, dass er mich mag. Was hat denn der gerade für einen Krieg? Der ist halt auch altasatruisch. Und der nimmt das auch nicht an. Dass sie diese Religionen auch einfach nicht annehmen wollen. Dass sie sich da so gegen wehren. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Dankeschön, Floddy, für die 9 Monate. Vielen, vielen Dank. So. Der wird mich auch nicht annehmen. Was bedeutet, sobald er stirbt, werden wir dem Sohn den Krieg erklären, um das Gebiet einzunehmen. Gott, ich habe da jetzt lauter Gebiete geholt, einfach nur um meine Tochter in mein Reich reinzubekommen. Und das ist halt für nix gerade. Das ist für nix. Ich würde der so gerne einen Titel geben, aber ich kann nicht. Ich kann der keinen Titel geben. Das ist ultra ätzend. Und ich kann auch dem keinen Titel geben. Ach, die ist mit ihrem direkten Bruder verlobt. Das gibt dem Ganzen einen ganz weirden Beigeschmack. What the fuck, 82 Monate. Dankeschön, Floddy, für die 9 Monate übrigens als erstes Mal. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Draxoys, für die 6 Monate. Und dankeschön, Madespieler, für 82 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Dankeschön. Die finde ich gar nicht so schlecht. Gratulation, du hast gerade Gebiete freigeschalten. Die ich loswerden muss. So, ich habe immer noch Titel, die ich loswerden muss. Ich habe immer noch
Dorpat. Wo zum Fick ist Dorpat? Ach, das ist immer noch der Spaß hier, ne? Ich glaube, die hat auch gegen mich rebelliert gehabt. So, damit haben wir das auch weg. Ein Titel noch, den wir loswerden müssen. Wo ist Galloway? Ah, hier in der Ecke, genau. Ah, haben wir hier irgendjemanden, der mir wohlgesonnen ist? Jawohl. Geil, wir sind alle titellos geworden. Oh mein Gott, das hat jetzt lange gebraucht. Das war jetzt echt ein Krampf. Aber es läuft. Aber es läuft. Jetzt hätte ich halt gerne nur immer noch meine Tochter. Ich sitze doch da hinten. Warum kam die denn da gerade an? Da. Minus 1 ist so lächerlich, ne? Minus 1 ist wirklich... Minus 1 ist wirklich lächerlich. Also, vor allem, weil ich halt nichts mehr machen kann. Die mag mich schon auf 100%. Ich muss den Typen stürzen. Müsste theoretisch gesehen diesen Typen stürzen. So, wir laden 2 Armeen auf und gucken dann gleich mal, ob wir hier den Krieg schnell für den Dude gewinnen. Wenn ich zu viele Titel habe, hassen mich meine Vasallen. Ich bekomme verhältnismäßig weniger Geld und weniger Vasallen, also Aufgebote. Oh, der Dude von Dänemark ist verstorben. An Altersschwäche. Wer ist jetzt der neue Dude von Dänemark? Er ist auch alt, also altertruisch, ey. Dabei hat er auch so eine tolle Tochter. Thank you.
geil. Aber der neue dänische Dude da hat angenommen, was mir sehr gut gefällt tatsächlich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist cool. Nur, dass wir wieder verschuldet sind, das gefällt mir nicht so gut. So, und jetzt marschieren wir da mit meiner ganzen Armee rein und reißen denen den Arsch auf. Wobei man an der Stelle auch sagen muss, dass die mehr Armee haben. Aber ich will gerade meine andere Armee nicht ausheben, weil das zu teuer ist. Auf jeden Fall. Informant, auf jeden Fall. Ich sollte danach auf Diplomat potenziell wechseln, um das mit den Bekehrungen vielleicht noch ein bisschen besser umzusetzen. Vom Gefühl her. Laufen die weg von mir? Wirkt ein bisschen so. Als würden die gerade von mir wegrennen. Ach, das ist die Kleine. Eigenwillig, feige, faul. Die haben alle nicht ganz so krasse Stats bekommen. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so geil in der Ausbildung, leider. Aber cool, dass das jetzt mit den... Ach, geil. Aber cool, dass das jetzt mit den Königen langsam wird. Die Könige, die nachrücken, sind ein bisschen besser. Was die Sachen angeht. Nicht gut, aber zumindest ein bisschen besser. Na. Wir brauchen hier halt... Nice, da hat es der nächste angenommen. Wir brauchen hier halt Agenten, aber die kriegen wir nicht. Und die Chancen sind sehr schlecht, dass ich den so wegbekomme, leider. Das ist leider... Ja, wackity wack wack. Haben wir noch einen König, den wir irgendwie bewegen können, das anzunehmen? Der hat es gerade angenommen, ne? Ja. Der Englische weigert sich... So, die ist asatruisch. Die hat nur kein Geld. Da haben wir niemanden. Gut. Ach, da versterben immer noch Leute in meinen Kerkern. Das sollte ich nicht machen. Die sollte ich auf jeden Fall noch... Na, seht ihr, so kann ich dem eigentlich da auch ein bisschen entgegenkommen. Ich kann dem eine Konkubine anbieten. Aber nicht meine Nichte. Nee. Ach, ich lasse sie einfach frei. Ich lasse sie einfach frei. Das ist irgendein Kind aus einem... Das ist irgendein Kind. Das will ich nur bekehrt haben. Das will ich auch bekehren. Der und seine Liebesbläschen, ey. Der bleibt bei mir im Kerker, bevor sich die weiter verbreiten, die Liebesbläschen. Das ist die Prinzessin. Die geht auf jeden Fall nicht. Das ist noch eine Prinzessin. Würde ich für die noch Geld kriegen? Nee. Aber ich kann ihn zwingen, seine ganzen Ansprüche abzugeben. Oh, die haben alle so krasse Ansprüche. Das ist insane. Die haben sich alle gegen mich aufgelehnt gehabt. Ich nehme denen die ganzen Ansprüche weg. Dann werden die quasi harmlos, weil die nichts mehr machen können, beziehungsweise keine Rechte mehr haben.
auf nichts. Damit ist nur noch, ja, das Königreich auf Finnland, aber die ist 72. Das ist eigentlich egal. Gut. Haben wir das auch? Läuft er immer noch weg von mir? Oder haben wir gegen die Armee schon gewonnen? Gut. Verlobte können heiraten. Enkel von euch. Ratsmarschall und Prinzessin Linda. Prinzessin Sigrid Edlarsdóttir von Dänemark. Wer zum Fick ist das denn? Ihr habt die Dänemark? Kein Plan. Irgendwer wird es schon sein. Irgendwer Wichtiges. Die will ich nicht vergeben. Aber, auch die will ich nicht vergeben, weil ich würde es gern umdrehen. Eigentlich. Ich würde gern ihr den Herzogtitel geben, aber ihm kann ich den Titel nicht abnehmen. Mal gleich gucken, ob wir das doch noch irgendwie gelöst bekommen, dass wir ihm den Titel abnehmen. Mal dann auf jeden Fall gucken. Weil die will immer noch nicht. Jetzt ist es sogar schon -2. Oh. Blöde Kuh. Was mich daran erinnert, ich könnte sie noch zu... Ich kann sie nicht zur Hexe dingsen. Mann. Dass sie nicht will. Eine Scheiße, ey. Mach ich, er kann das. Mach ich. Ich krieg den halt nicht getötet. Ich probiere es halt die ganze Zeit. Also wir ziehen jetzt einmal durch. Aber ich krieg den nicht getötet. Und es gibt auch keine Agenten, die ich einsetzen kann. Weil es niemanden gibt, der will. Der ist zu beliebt, der Dude. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, Hofbrauchstufe 5 ist schlecht.